Viel Glück. Die gesparte Zeit aus dem Supermarkt wird der regulären Kochzeit gutgeschrieben. Marco darf also eine Minute länger als Marcella kochen. Aber reicht das für ein Drei-Gänge-Menü, wenn man mit dem Dessert anfängt? Was wird das denn? Das wird eine Cookie-Cream. Eine Cookie-Cream? Eine Cookie-Cream mit Pfirsichen, bitte. Und so sehen die Menüpläne im ersten K.O.-Duell der Woche im Überblick aus. Das Tagesthema lautet Burger-Initiative. Und die sollte besser als erstes ergriffen werden, damit auch alles rechtzeitig fertig wird. Aber das scheint den Wettbewerbern egal zu sein. Für seine Dessert-Cookie-Creme verrührt Marco Quark und Joghurt, bevor er anschließend geschlagene Sahne unterrührt. Noch etwas frisch geriebene Zitronenschale und Vanillezucker dazu und noch einmal durchschlagen. Danach in einem schönen Glas mit Cookiebröseln und Pfirsichstücken schichten. Erfrischend, lecker und very American. Yeah! Marcella startet mit der Vorspeise, Bloody Mary-Suppe. Ich muss mal kurz noch mal berichten, ja? Da hast du jetzt den Wodka reingemacht. Da ist einfach so eine ganze Zehe Knoblauch, nur angepresst. Ja. Das hat ja schon so ein bisschen was vom Profikoch. Und hier, ich wünschte, Sie könnten es jetzt riechen. Es riecht total intensiv. Du machst hier Croutons, hast ein bisschen Rosmarin, Knoblauch. Und jetzt noch mal für die Chronisten. Für die Bloody Mary-Suppe werden Zwiebeln und Knoblauch angebraten und mit Wodka abgelöscht. Das Ganze mit Dosentomaten, Zitronensaft und Zucker einmal aufgekocht und püriert. Danach mit Worcestersoße abschmecken und den Suppencocktail in Gläser umfüllen. Eine Selleriestange und die in Rosmarin und Knoblauch angebratenen Brotcroutons runden es ab. So, Marco, wie sieht's denn aus? Ach, hier wird gerade noch der Fleischteig geknetet. Genau. Weil ich finde ja sehr schön, dass du nicht so eine fertigen Pellets nimmst. Nee, kann man ja auch kaufen im Supermarkt, ne? Nein. Wir wollen ja eben weg davon, ne? Burger-Initiative. Das heißt frisch, selber. Okay. Nicht irgendwie so ein Tiefkühlquatsch oder so ein Zeug. Was halt jeder so unter dem Motto Burger-Initiative versteht. Während Moralapostel Marco seine frischen Hamburgerfladen modelliert und in die wohlverdiente Braterunde schickt, brät bei seiner Konkurrenz Marcella der Hauptspeisenlachs. Das kann er auch alleine tun. Also nimmt sie nun mit fischaromatisierten Fingern nebenbei ihren Nachtisch in Angriff. Das wird deine Nachspeise? Mhm. Marmelade, ein Törtlet oder ein Törtchen. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Birnchen. Also Nachtisch mache ich eigentlich. Das finde ich, wirklich mutig. Du machst jetzt alles Sachen, die du so noch nie gemacht hast. Ja. Und warum? Ja, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Ja. Sehr cool, sehr lässig, meine liebe Marcella. Jetzt noch lässig Eischnee auf die improvisierten Törtchen und ab in den Ofen. Nach knapp 10 Minuten hat Marcella zumindest ihren dritten Gang unter Kontrolle. Ich bin mir sicher, der Duft strömt schon zur Jury. Ich werde mal gucken, was die sagen. Hoffentlich nur Gutes. Na, riecht ihr schon was? Aber wie? Oder? Ich bin gut. Wir kriegen schon langsam Hunger. Ja, was habt ihr denn für eine Vorstellung? Also sagen wir mal, Hauptspeise ist ja relativ klar. Auf jeden Fall ein Burger, ein Hamburger. Hier ist Hackfleisch und die Brote dazu. Vorspeise, finde ich schwierig, Salat wahrscheinlich. Ich kann euch schon mal verraten, die sind so am Schwitzen, die sind total am Brödeln und es wird eine ganz knappe Kiste. Einer von beiden Kandidaten hat ein bisschen zu wenig Zeit, glaube ich. Auch Chaos benötigt halt ein paar Minuten. Bei Marco ist eine weitere Steigerung des Topf-Tohuwabohus jetzt schon absehbar. Ich muss jetzt noch meine Brötchen hier in den Ofen tun, damit die leicht ankrosten, ein bisschen warm werden. Ne? Und dann brauche ich noch mein bisschen Belag, was da noch dazu kommt, weil es soll eigentlich nur Fleisch drauf sein. Es darf auch, hier kommt noch ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Tomate mit drauf. Jo. Und dann hoffen wir mal, dass wir rocken. Scheiße. Sag mal, die sind unten angebrannt. Ich riech schon. Was passiert? Vorsicht, es ist angebrannt. Angebrannt? Schau mal, unten. Ja. Oh. Nur? Wie viel? Kannst du es noch mal machen? Wie spät? Nee, ne? Wie spät ist es? Es ist leider ziemlich genau 5:45. Keine Zeit, um noch mehr zu kokeln. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Die Duellanten haben sich ein Zeitpolster im Supermarkt gespart. Marco kann 5 Minuten trödeln, Marcella darf noch 4 verbrennen. Wo sind denn Suppenkellen? Suppenkelle. Das mit dem Huhn wird schwierig, da müssen wir einen Deckel drauf machen. Komm, wir machen Deckel drauf. Kommt da sowas da? Ich hab keinen gesehen. Ja. Nur Löffel. Passt nicht, aber passt schon. Sonst kriegst du den nicht durch. Oh, das wird ein bisschen schwierig, weil Huhn muss einfach durch sein. Du kannst Huhn nicht wie ein Rinderfilet
halbgar essen. Das Huhn muss richtig durch sein. Ich glaube, da kriegt der Marco Probleme. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das hört die Konkurrenz natürlich gern. Und das Geflügel ist nicht Marcos einziges Vorspeisenproblem. Außer dem Salat fehlt noch so gut wie alles. Es ist nicht so richtig gut gelaufen für Marco. Sein Fleisch ist nicht durch, das heißt, er muss jetzt irgendwas zaubern. Aber wer Küchenkönigin werden möchte, der muss auch zaubern können. Ich habe noch kein Dressing. Ich geh grad komplett baden, gehe ich gerade. Aber gewiss nicht in Dressing. Marcella versorgt derweil ihre Brandopfer und macht sie mehr oder weniger ausgehtauglich. Marcella? Mickriger Burger. Ich bin gleich. Timeout. Und Schluss. Das schaut aber sehr gut aus. Und was sagt die Köhlerin zu ihren drei Gängen? Bist du zufrieden, Marcella? Es ging dann doch ratzfatz und da ist halt dann das eine oder andere etwas zu knusprig geworden. Von knusprig sind Marcos Burgerbrötchen weit entfernt. Bei ihm rauchen nur der Kopf und die Hühnerbrust. Marco, die sind von innen noch nicht ja, durch, dann ist, ne? Ist muss egal, sind weg, zaubern. Sind raus. Da wäre sogar Harry Potter machtlos. Und? Ende. Glaube ich nicht mal mehr. Gar nichts mehr. Leider nicht. Ach Leute, kommt. Ich habe. So, also das, was du in der Hand hast, ja? Ich bin ja eine Frau. Ich habe einfach mal, ich mache ein bisschen weitere Regeln, ja? Also das, was du jetzt in der Hand hast, darfst du noch verarbeiten. Danke. Marlene zeigt Herz für eine sehr hungrige Jury. Bei der Küchenkönigin soll ja niemand darben. Aber es bleibt bei dieser Riesenausnahme. Mehr darf Captain Chaos nicht anrichten. Also wir sind jetzt ein ganz bisschen großzügig. Das Fleisch ist schon fertig und deine Burger sind schon fertig. Yeah. Deswegen, das darfst du noch oben drauflegen. 9, das war nämlich so gemein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Das war heute nichts. Aber das haben wir Männer so manchmal in uns, ne? Dass wir uns einfach mal kurzzeitig etwas überschätzen. Ist der Traum vom Bürgermeister damit geplatzt? Nein, noch muss hier niemand das Handtuch werfen. Scheiße.